Hallo, heute geht's auf Entdeckungstour nach Lugano. Es ist wieder ein wunderschöner Morgen hier am Lago di Lugano. Der Vollmond geht gerade unter. Habt ihr nicht gespürt die letzte Nacht? Ich überhaupt nicht. Ich habe geschlafen wie ein Engel. Es muss recht da haben hier im Tessin letzte Woche. Heute haben sie hier aufgeräumt und all das Treibholz vom See weggeräumt. Ich habe mich auf den Weg gemacht auf den Bahnhof Anio. Und 20 Minuten später bin ich schon zu Lugano gewesen. Ich bin auf das Schiff und eine stündige Fahrt nach Gandria und zurück gemacht. Noch einmal ein Blick zurück auf Lugano. Dort vorne ist Italien. Und da sieht man schon das herzige, romantische Örtli Gandria. Wir sind gegen einen riesigen Schwarm Vögel gefahren. Wer weiß, was die hier alles gefunden haben. Wir sind zurück in Paradiso. Da steige ich jetzt aus und laufe auf Lugano. Ich bin noch ein bisschen durch diesen wunderschönen Park geschlendert. Zurück in der Stadt habe ich den Vanini entdeckt. Der soll die besten Glasse haben. Ich habe mich für einen Madagaskar entschieden. Fiordi Latte, Vanille und Haselnuss. Ein Traum war es.
Schön war es in Lugano. Ich bin wieder mit dem FLP-Zügli zurückgefahren. Das ist die Aussicht vom Nachbarcampingplatz. Auch sehr schön. Aber der TCS Camping Lugano, der ist der absolute Wahn. Ich habe noch ein bisschen den Blässhühner zugeschaut. Und die wunderschöne Aussicht genossen. Nach dem Znach bin ich einst für den See. Was für ein wunderschönes Abendrot. Gute Nacht aus Lugano.